Die Jungs in weißen Jerseys, ihr könnt es ja wohl die Franzosen natürlich im klassischen Dunkelblau ankickt Frankreich, der Ball geht hoch auf Tim Kasten, kommt Timmy, pflückt die Kirsche runter, nein, der Ball ist bei Frankreich Nummer 3, dann hat der Kasten etwas zu lange gezögert und gleich ein Strafkick für die Franzosen. Franke hat sich da nicht schnell genug vom Ball wegbewegt, aber da hat gleich noch ein französischer Spieler noch etwas genommen, aber die Franzosen spielen den Ball an, gehen natürlich nicht über die Gasse, ist ja beim Siebener so üblich, öffnen den Ball, jetzt werden wir gleich sehen, wie die deutsche Verteidigung steht und Ranger mit dem ersten Tackling, Günther ist am Ball, jetzt versuchen sie den Franzosen den Ball abspenstig zu machen, die können aber den Ball wieder gewinnen und jetzt hier Kasten gegen die Nummer 3, spielen mit einer Schere, bis jetzt steht sie gut, die deutsche Verteidigung, Frank hält etwas, jetzt muss Ranger dazu schießen. Mal sehen, da haben natürlich ein paar Speedmen, die Franzosen. Günger ist da aus der Verteidigungsreihe rausgeblitzt, hat versucht, das Passspiel der Franzosen zu unterbinden. Und jetzt der erste kräftige Vorstoß, Frankreich Nummer 6. Und Günger, der Pass auf 6 und auf 8 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 und weite Hosen für 7er Rugby, eigentlich eher untypisch. Die Franzosen sind da eher in den hautengen Leibchen zu finden. Und dann schöner Spielzug über Carsten Parkinson. Jetzt hat er mal die Chance und der schnelle Ray Parkinson. Das ist der erste Versuch für Deutschland. Nach einem schönen eingeübten Spielzug. Parkinson und Carsten sind zusammen. Das ist der darf eigentlich so ein erfahrenes Team nicht passieren, aber der Tim Kasten ist, wenn er mit Schwung kommt, natürlich schwer zu halten. Und vielleicht haben sie einfach unsere Jungs auch ein bisschen unterschätzt. Und Kasten jetzt mit einem krachenden Tackling als langer Schreier verliert da den Ball. Aber jetzt die Nummer 4 der Franzosen. Allein im Angriff Günger blitzt da immer wieder raus. Und Huber hat doch immer wieder Probleme in der Verteidigung. Jetzt versuchen sie zuzuschieben. Franke, das ist der Mann. Mach zu, die Nummer 7 geht an der muss er sich fangen, aber das kann er, der Fall Stube ist ein großer Kämpfer. Günger jetzt mit dem Tackling packt energisch zu und Ranger ist da wieder am Ball. Ja, Ball ist noch heiß, Ball ist bei Deutschland. Boah, schöner Backhandpass von Mathieu Franck, ganz weites Ding, diese verrückten Teile, die bringt er immer wieder. Und wieder der Ray Parkinson, und wieder allein auf weiter Flur, läuft er den wieder halt. Ja, das ist ja der Wahnsinn, der Ray Parkinson. Den haben sie wirklich unterschätzt, die Jungs sind ganz toller Siegerspieler. Yes! Halb mal hinter Unterstützung und er lebt unter die Stand. Also Wahnsinn. Von Ray Parkinson und Fabian Heidel. Saison in einer klasse Entwicklung der Anjo Buchmann. Und der Wechsel ist angezeigt, aber die Franzosen dürfen nochmal ankicken. Und die haben jetzt natürlich erkannt, dass der Falk Dube da nicht sattelfest ist, der jetzt unter den Ankick geht und gut den Ankick für Deutschland sichert. Wehrspann hat die Pille. Ah, so ein Alibi-Pass von Heimpel auf Runau, aber der nimmt sich einfach mal ein Herz, der Jerome Runau, und startet durch. Jetzt den Ball wegkriegen und nicht schnell genug gelöst. Da sind die natürlich wie die Windhunde, wie die Terrier über den Bällen, die Franzosen. Wehrspann steht da, schneidet gut den Passweg ab. Also auch der Jerome Runau gefällt mir gut. Der ist Vorteil angezeigt. Ganz, ganz bissig, aber da waren keine 10 Meter Abstand. Jetzt dürfen wir uns kein weiteres Ding einfangen. Aber nicht richtig angespielt, der Schiedsrichter greift zurück. Jetzt dürfen wir uns kein weiteres leichtes Ding einfangen. Und dann müssen wir gucken, dass wir nochmal in Ballbesitz kommen. Aber jetzt, der Wechsel ist doch schon lange angezeigt. Der Anjo Buchmann, der steht, der startet. Bringt ihn doch mal rein. Aber beim Straftritt darf natürlich nicht gewechselt werden. Kasten jetzt. Günger. Ah, und wieder der schnelle Siebener der Franzosen. Jetzt hier in Lyon beim ersten Grand Prix. Siebener Serienturnier. Ich bin jetzt hier mit Sam Ranger. Sam, wie fühlt es sich nach deinem ersten Spiel in Deutschland, erstes Turnier mit den großen Jungs, ging es gleich gegen Frankreich, wie war es für dich? Also, zuerst sind wir angereist und ich war ganz außer mir, weil ich nicht gedacht habe, dass ich anfange. Und dann gleich jetzt im ersten Spiel so eine große Verantwortung, war schon ziemlich überraschend und war ich nicht drauf eingestellt. Okay, aber ich meine, es war eine sehr engagierte Leistung, es war eigentlich auch knapp. Es waren Paten, die Bälle Patzer. Was denkst du, was müsst ihr noch verbessern, dass wir uns dann vielleicht noch wirklich etablieren können? Ich glaube, wir haben uns nicht an das Konzept gehalten, dass wir wirklich von außen zu außen spielen. Und ich glaube, wenn das drin gewesen wäre und wir im Ballbesitz geblieben wären, wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Weil
In der Verteidigung hapert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir den Ball hatten, waren wir immer gefährlich und da wäre mehr drin gewesen. Ja, also du sagst ja auf jeden Fall auf. Ich denke, das sollte auch noch mal sein. Dann danke dir, wünsche dir weiterhin.